Mein Name ist Dietmar Pfehler, ich bin der erste Vorsitzende von Anpfiff ins Leben. Am heutigen Donnerstag, 20. Juli, besuchte der Präsident des Deutschen Bundestages, Herr Professor Dr. Norbert Lammert, Anpfiff ins Leben in Walldorf. Wir hatten heute den Bundestagspräsidenten Norbert Lammert hier, zusammen mit dem Abgeordneten Herrn Dr. Habert. Und wir hatten ihm die Gelegenheit genutzt, ihm unser Zentrum zu zeigen, die Prinzipien zu erklären, nach denen Anpfiff ins Leben funktioniert, insbesondere diese Jugendförderung über den Sport. Mit dabei waren Dietmar Hopp, Daniel Hopp, der Bundestagsabgeordnete Dr. Stefan Habert, auf dessen Initiative der heutige Termin stattfand, der Landtagsabgeordnete Karl Klein und Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Stab. Ja, ich danke dem Förderstützpunkt Anpfiff ins Leben ganz herzlich für diesen Termin mit Herrn Professor Lammert, dem Präsidenten des Deutschen Bundestages. Wir hatten einen sehr anregenden Austausch, gerade über bürgerschaftliches Engagement. Und da konnte ich natürlich als Bürgermeisterin der Stadt Walldorf erzählen, wie viele Menschen in unserer Stadt bürgerschaftlich engagiert sind, wie stark unsere Gesellschaft durchdrungen ist von Gemeinschaftssinn. Der Besuch des Bundestagspräsidenten, der Besuch von Norbert Lammert war eine große Ehre für unsere Region. Es war ein ganz wunderbarer Termin. Wir haben das Jugendförderkonzept von Anpfiff ins Leben vorgestellt, eine Einrichtung, die wirklich Maßstäbe setzt. Der Vorsitzende des Vereins Anpfiff ins Leben stellte dem Bundestagspräsidenten ausführlich die Einrichtung vor. Im Kraftraum traf der Bundestagspräsident eine Seniorengruppe, die gerade am Trainieren war. Auf dem Kunstrasenplatz begegnete Professor Lammert jungen Schülerinnen und Schülern, die ebenfalls gerade am Trainieren waren. Ein Elfmeterschießen rundete den Besuch des Bundestagspräsidenten bei Anpfiff ins Leben ab. Seinen Elfmeter konnte Professor Lammert leider nicht verwandeln. Sein Besuch in Walldorf war allerdings ein Volltreffer. Es hat mich sehr beeindruckt. Es ist ein natürlich besonders, ich hätte fast gesagt, spektakuläres Beispiel für die überzeugende Verbindung von hauptamtlichem und ehrenamtlichem Engagement. Als jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt, habe ich spontan gedacht, dass vermutlich alle dortigen Bürgermeister und Oberbürgermeister sich beglückwünschen würden, wenn sie ähnliche Angebote in ihren Kommunen hätten. Und was mich besonders überzeugt, ist, dass die Ermutigung und Förderung von sportlichem Engagement und Ehrgeiz nicht isoliert betrieben wird, sondern dass es mit schulischen und anderen sozialen Aspekten verbunden bleibt. Denn auch und gerade für Hochbegabungen, die es im sportlichen Bereich zweifellos immer wieder gibt, muss man bedenken, dass manchmal durch nicht vorhersehbare Unfälle oder Zufälle eine solche Begabung erfolglos bleibt. Und wenn es dann nicht parallel auch die schulischen Qualifikationen gegeben hat, dann entstehen daraus geradezu tragische Biografien. Und deswegen finde ich das besonders beeindruckend, wie das hier nebeneinander organisiert und betrieben wird und damit den jungen Leuten auch doppelt Perspektiven eröffnet.